Nicht einfach so an, ne? Genau. Sehr gut. Ja, hallo, Tag zusammen. Schön, dass ihr alle den Weg zu eurem Computer mal wieder gefunden habt. Aber natürlich auch schön, dass ihr heute hier bei der Zahntechniker-Gemeinschaft seid. Ich finde es ganz toll, was die Jungs hier aufgezogen haben. Der Tama ist hier, vielleicht sagst du mal kurz Hallo, Tama. Die Leute haben mich gestern schon gesehen. Guten Abend, hallo. Ja, der Mann sieht spitze aus, den kann man nicht oft genug sehen. Und der Thomas ist auch hier.
kommt gerade mit seinem Skateboard rübergefahren. Ja, genau. Hi, zusammen in die Runde. Ja, ich finde es toll, dass ihr da seid. Ich bin ja jeden Tag hier, bin ich nicht so alleine. Ich habe heute ein paar tolle Sachen mitgebracht, also ich werde euch ein paar Bilder zeigen. Wir reden ein bisschen vielleicht über Zeltra, das wir in den letzten Jahren ganz intensiv entwickelt haben und wo wir jetzt... Entschuldigung. Ja. Frage? Ganz kurz wegen der Technik. Aha. Du bist aber da noch live, ne? Ah, ist nur ein bisschen verzögert. Entschuldigung, geht weiter. Okay. Gut, hallo. Das ist schon hart, sich da in der Vergangenheit selbst zu sehen. Ne? Und, ja, also ich erzähle ein bisschen was über Zeltra. Was ich heute noch mitgebracht habe, ist, ich schalte mal eben kurz hier um, damit ihr das sehen könnt. Wir haben eine kleine Arbeit, die wir hier live schichten gleich. Also ich wollte euch mal so einen kurzen Einblick da in meine Schichttechnik geben mit Zeltra, wie man mit wenigen kleinen Schritten eine schöne Schichtung machen kann. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Bilder in Vortragsform, die ich jetzt gerade anklicke, die aber nicht kommen. Da, jetzt ist es da, okay. Ja, ich muss mehr ins Bild, ne? Ich komme lieber hier hin, oder? Ja. Okay, also, Düsseldorf, die Wiege der Zivilisation. Das ist die Aussicht aus meinem Labor. Die Jungs haben es gerade eben schon hier gesehen. Hier stehen ganz viele Umzugskartons. Wir ziehen morgen von ungefähr hier nach ungefähr, nee, von ungefähr hier, wo wir jetzt sind, nach ungefähr da, in die Düsseldorfer Altstadt. Und wir sind alle schon ganz aufgeregt. Und jetzt machen wir aber erstmal hier unser Webinar. Okay. Achso, muss ich hier rein. So. Gut, also. Als Zahntechniker sind wir in den letzten Jahren ziemlichen Veränderungen unterlegen, also es hat sich sehr viel getan. Wir haben ja früher eigentlich nur zwei Möglichkeiten gehabt. Wir haben entweder mit Metallkeramik gearbeitet oder auf dem feuerfesten Stumpf oder Platinfolie, was für mich letztendlich das Gleiche darstellt. Es hat sich sehr viel verändert. Wir haben mit CAD, wir arbeiten mit CAD-CAM, haben sehr viel zum Thema Marketing lernen müssen, vielleicht in vielen Fällen. Investitionen ohne Ende, wo früher nur eine Gussmaschine stand, stehen heute 24 Fräsmaschinen. Updates, Software, also die Computer haben Einzug gehalten. Letztendlich das, was wir produzieren bei der ganzen Sache, ist ja immer noch das Gleiche geblieben, nämlich der kleine Zahn hier. Und die haben sich in Millionen von Jahren nicht verändert. Deswegen habe ich mich letztendlich in meiner Tätigkeit als Zahntechniker und vor allem als Selbstständiger täglich gefragt, wo ist mein Fokus? Ja, was mache ich? Was ist mir wichtig? Worauf achte ich? Und der Fokus, den sollte man natürlich, sollte jeder für sich selbst definieren, ist bei mir immer gewesen und ich gehe mal davon aus, dass das auch weiterhin sein wird, den Zahn, diesen kleinen Zahn, so perfekt wie möglich zu machen. Jetzt ist vor einiger Zeit, habe ich ein kleines Säckchen bekommen, ein Samtsäckchen, und da waren Perlen drin. Und diese Perlen waren Lithiumsilikat. Das war Zeltra in seiner uneingefärbten Form, und man konnte schon sehen, das Rohmaterial sah ziemlich toll aus. Damals habe ich dann das Rohmaterial genommen und gepresst in diese Form hier, habe eine Schale modelliert, eines Zahns mit Wurzel, und habe das fotografiert. Und was da rausgekommen ist, das hat mich unheimlich geflasht. Wir haben dann später mal einen extrahierten Zahn präpariert, und für den habe ich dann ein Gerüst geschliffen im Computer, das ich einfach nur poliert habe. Und man sieht hier im Übergangsbereich von der natürlichen Wurzel zum Zahn, dass das Material unheimlich schön aussieht. Letztendlich macht uns das Leben ein bisschen leichter, und das hat zu vielen Dingen geführt. Also damals war es ja so, dass wir vielleicht noch, als der Claude Sieber mit seinem großartigen Buch rauskam,
alle sehr hell und mit weißem Hintergrund beleuchtet fotografiert haben. Und das war noch was ganz Besonderes. Und dann in der Folgezeit haben plötzlich alle mit weißem Hintergrund fotografiert. Und jetzt haben wir gesagt, Mensch, wir haben ein unglaublich schönes, lichtleitendes, lichtleitfähiges Material und überlegen uns auch eine neue Bildsprache. Und ich habe dann überlegt, Mensch, wie kannst du jetzt noch einen draufsetzen, und habe dann auch noch transparente Modelle genommen. Letztendlich ist es jetzt so, wenn man sich dann das Bild ansieht, das wir ja dann auch später für die Werbebroschüre genommen haben, da sind so ein paar schöne Sprüche. Der eine ist von einem meiner Idole, nämlich Bruce Lee, der sagt, du musst eine Übung immer wiederholen. Irgendwann wirst du ein Level erreichen, wo du dein ganzes Wissen einfach in deine Bewegung tust, ohne drüber nachzudenken. Und letztendlich ist das auch immer noch so, wenn wir heute mit Form arbeiten, auch am Computer. Beziehungsweise letztendlich, wenn wir eine Arbeit verblenden, dann ist es immer noch manuell und wir müssen dieses Wissen unbedingt bewahren. Und das nächste Idol, der Klaus Müttertis, der sagt, wenn mich jemand nach meinem Okklusionskonzept fragt, dann sage ich immer, ich habe schon mehr über Okklusion vergessen, als du jemals lernen wirst. Da steckt natürlich auch eine gewisse Wahrheit drin, denn in dem Moment, wo er es benutzt, denkt er nicht drüber nach, er tut es einfach. Und deswegen möchte ich heute diesen Vortrag und dieses Webinar meinem alten Meister Vorbild, dem Klaus, widmen. Der hat nämlich jetzt am Freitag die Übergabeparty seines Labors, nachdem er sein Labor 174 Jahre in Gütersloh geführt hat und die ganze Welt in den kleinen Grenzweg gepilgert ist, um dort Zahntechnik zu lernen und auch sich motivieren zu lassen. Ja? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir Zahntechniker auf den wir Wert legen sollten. Ja? Selbstmotivation, da sind wir immer ganz groß eigentlich, wegen der widrigen Umstände, unter denen wir manchmal arbeiten müssen. Aber es ist toll, wenn es dann Leute gibt, die einem so ein bisschen zeigen, Mensch, es kann auch mit einer gewissen Leichtigkeit alles geschehen. Und wenn dann noch diese Leichtigkeit mit Virtuosität gepaart ist, dann macht das natürlich unheimlich viel Spaß. Der Klaus antwortet auf die Frage, Klaus, wie lange hast du gebraucht, um so gut zu werden? Immer sein aktuelles Datum, wie lange er schon Zahntechnik macht, will heißen, er sagt damit eigentlich, dass er sich täglich entwickelt. Ne? Irgendwann war ich bei ihm und war so ein bisschen demotiviert und habe gedacht, Mensch, du hast schon so viele Kilometer runter, da kommen so viele junge Leute nach und eigentlich, ist das alles unheimlich anstrengend. Und dann sagt der Klaus, der ja noch 2-3 Jahre älter ist als ich, im letzten halben Jahr habe ich einen unheimlichen Satz gemacht. Und das finde ich immer wieder schön, sich da motivieren zu lassen. Und ein kleines Anekdötchen noch, bevor ich jetzt mit dem Vortrag dann anfange. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Der Klaus hat irgendwann gesagt, Mensch, ich habe ein freies Wochenende, dann und dann. Wollen wir nicht einen Kurs organisieren? Ich bin so ungern allein, kannst nicht ein paar nette Jungs organisieren oder ein paar nette Leute und wir machen hier einen Kurs. Und dann sage ich, ja, was machen wir denn in dem Kurs? Und dann sagt er, ja, weiß auch nicht, irgendwie ein Taschentuch, Zahn und opaker Kopf. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, na gut, okay. Ne, wir treffen uns einfach mit ein paar Leuten und es wird schon nett werden. Und letztendlich hat sich dann rausgestellt, ich habe die ganze Sache wieder unterschätzt. Das war der beste Kurs, auf dem ich jemals gewesen bin, einfach weil ich gesehen habe, mit welcher Konsequenz der Klaus diesen Taschentuchzahn dann gefertigt hat und zusammengebaut hat. Und das hier, das Bild, ist der Zahn, den ich dann gemacht habe. Und da ist also super Kleber und Gips dran, ein bisschen Gold, ein bisschen Kunststoff. Und letztendlich diese Dinge in der Konsequenz ganz bis zum Ende zu führen, bedeutet dann, nicht nur ganz viel Freude, sondern auch beruflichen Erfolg. Also, ich widme das Webinar dem Klaus. Ist irgendwas kaputt, Jungs? Ja, alles gut. Natürliche Zähne zu kopieren ist unsere Aufgabe. Ich habe es eben schon gesagt, das ist alles seit 100 Zilliarden Jahren gleich geblieben. Wir brauchen dazu natürlich ein gutes Material, das in seinen Grundmerkmalen
vielleicht dem natürlichen Zahnnarr kommt. Ja, hier habe ich mal Fotos gemacht von einem Opal, ja, dem Schmuckstein-Opal, das auf dem oberen blauen, das ist mit einem Blitz von oben fotografiert und das untere ist mit einem Blitz von im Durchlicht fotografiert von unten. Und man sieht, ein und dasselbe Material reagiert komplett anders im Licht. Ich habe dann 6 Zeltraschalen gepresst, sehr dünn, 0,5, 0,6 mm, und die einfach mal ins Sonnenlicht gestellt und fotografiert. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Das sah unheimlich toll aus. Die Schmucksteine habe ich dann auch mit einem Polarfilter mal fotografiert. Und das ist dann, die werden dann so bläulich, rötlich, da schimmert dann eigentlich das in allen Farben. Das gleiche habe ich mit den Zeltraschalen getan. Am Ende, ich habe schon gesagt, muss es aussehen wie ein natürlicher Zahn. Und die allererste Begegnung mit dem Material hatte ich damals, als die MCXL bei mir eingerichtet wurde, die Fräsmaschine. Und ich habe dann dem Achim Wille, der das damals installiert hat, auch ein super Zahntechniker, der sehr viel Erfahrung hat und lange schon auch im Job ist, mein Modell gegeben und habe gesagt, hier mach mal auf die 1er bitte 2 Veneers. Und wir haben die dann in HTA3 gefräst. Und das war einfach nur konstruieren, fräsen, abtrennen, polieren, aufsetzen. Das erste Mal, dass ich mit Zeltra in Berührung gekommen bin. Ich nehme meine Zähne hier, zeige ich den so ein bisschen zurück, da sieht man es. Und das habe ich damals dem Achim gezeigt. Wir beide haben es zum ersten Mal gesehen und es hat uns beide unheimlich geflasht. Und ich habe gesagt, Mensch, ich bin froh, wenn wir endlich das als Pressmaterial haben, auch mit einem guten Verblendsystem. Und habe dann nach einiger Zeit, als wir die ersten Zeltra Press Pellets bekommen haben, diese Krone gemacht für meinen Kollegen. Das Farbspiegel war im Prinzip genau das gleiche. Und im Mund war es wirklich spektakulär. Was dieses Material ausmacht, ist natürlich diese Feinporigkeit. Das ist wirklich toll. Man kann es ganz toll bearbeiten und mit relativ kleinem Aufwand ein super Ergebnis erzielen, so dass es wirklich wie ein Zahn aussieht. Letztendlich ergibt sich darin für mich die Möglichkeit, meine persönliche Arbeit, meinen persönlichen Einsatz vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen zu reduzieren und mich mehr auf die Form zu konzentrieren. Denn eins ist mal ganz klar, die Form ist und bleibt das, womit wir die meisten Probleme haben. Es wird viel über Farbe geredet. Mittlerweile haben wir Möglichkeiten, das vielleicht sogar, so wie es der Sascha Hein macht, mit Elaborate zu messen, was ich eine grandiose und konsequente Technik finde, um in der Zukunft, um die Zahntechnik in die Zukunft zu tragen, auch in die digitale. Aber durch die Materialbeschaffenheit haben wir natürlich die Möglichkeit, letztendlich uns zu konzentrieren auf die Form. Und hier sehen wir einen Zahn, der nur bemalt ist. Da habe ich einen natürlichen Zahn gepresst. Leider kann ich so gut nicht modellieren. Und man sieht, obwohl der jetzt im Durchmesser teilweise 0,8 Zentimeter ist, der wird nicht gräulich oder so. Das ist, mit mehr Masse gewinnt er eigentlich an Farbe. Also Volumenfarbe ist ganz toll bei dem Material. Pressfähigkeit ist super. Ich habe mal 2 dreigliedrige Brücken gepresst, die ich nur incisal ein bisschen reduziert habe, um dort eine Opalmasse aufzutragen. Und man sieht wirklich, dass mit einem ganz geringen Einsatz das einfach schon wirklich toll aussieht. Wir haben eine schöne Glasur, die richtig sämig ist, mit der man schon wirklich auch Oberflächeneffekte machen kann. Das Augenmerk oder das Wichtigste war mir immer, wenn ich vom Zahnarzt eine Nachricht bekomme, welche Zahnfarbe die Restauration haben soll, oder wenn ich die Farbe selbst aussuche, dann ist eigentlich die Kernfarbe immer eine Dentinfarbe. Und für mich war wichtig, dass die Opazität bzw. Transluzenz oder die Balance zwischen beiden bei dem Dentinkern optimal ist.
Und da haben wir wirklich sehr, sehr lange zusammen dran gearbeitet und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ihr seht das hier, Incisal haben wir nur ein klein bisschen aufgeschichtet und der Dentinkern hier ist einzig und allein mit Malfarbe versehen. Und das finde ich ist schon ein tolles Ergebnis. Insgesamt kann man sagen, dass wir unsere Technik dahingehend reduziert haben, dass wir einfach weniger Schichten und mehr das Material wirken lassen. Hier sieht man zum Beispiel die Gerüstgröße vor dem Verblenden. Und hier kann man sich vorstellen, da haben wir wirklich nur vielleicht 0,4 Millimeter Schichtkeramik aufgetragen. Im Körperbereich sieht man eigentlich den Cursor, wenn ich den hier bewege? Nee, den sieht man gar nicht, ne? Auf der Präsentation. Okay, dann kann ich mir das ersparen. Brauche ich ja nicht immer hier sagen, sondern muss das mit Worten erklären. Toll. Er schüttelt den Kopf. Nein, tu das nicht. Okay, im Körperbereich habe ich einfach ein bisschen Orange aufgetragen, zentral etwas Bleach und Opalgemisch und Incisal Orange innen und Blau außen. Und das ist das Prinzip der ganzen Schichtung eigentlich. Also wirklich sehr vereinfacht. Und dann bei der Anprobe im Labor, das war eine der frühen Zeltra-Arbeiten, nicht ganz so früh, aber auch nicht so spät, also noch in der Erkundungsphase, als wir eigentlich unser Gerüstdesign noch entwickelt haben, habe ich das im Labor anprobiert und habe gesagt, Mensch, also so mit geschlossenem Mund sieht man keine Differenz mehr zwischen den verschiedenen Materialien. Wenn man dann das Close-Up nimmt, eigentlich sollten der Zahn 2.1 und 2.2 gezogen werden, die hatten richtig massive Stiftaufbauten und die Behandlerin hat dann damals gesagt, nee, wir verblocken das. Auf dem Foto sieht man natürlich, dass das Zahnfleisch noch ein bisschen malat ist, aber das Material an sich sieht unglaublich gut aus. Und dann natürlich das Allerwichtigste, die Sprechdistanz. Wenn wir den Patienten sehen und oder wenn wir eine Person sprechen, die steht vor uns, dann erkennt man in vielen Fällen sofort, ach, da war wieder jemand am Werk. Und in den meisten Fällen ist es so, selbst wenn ein sehr guter am Werk war, dann sieht man es manchmal. Hier haben wir eine ganz gute Chance, dass man es vielleicht, wenn die Form gut ist und die Vorbereitung und die Helligkeit gut getroffen, dass man dann vielleicht sogar denken könnte, es sind Zähne. Das ist uns jetzt ein, zweimal passiert, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch, wow, die vier Kronen, die sind ja toll geworden und die anderen, die restlichen, die haben wir gar nicht mehr gesehen, die dann vielleicht daneben standen. Oder es fällt einem gar nicht auf und man sagt dann, ja, wo ist er denn jetzt eigentlich? Ne? Passiert natürlich nicht so häufig, weil die Begleitumstände ja auch stimmen müssen. Okay, vielleicht machen wir zwischendrin einfach mal zur Auflockerung eine kurze Schichtdemo. Wenn das für euch okay ist, dann schalte ich mal um auf Übergang. Sehr schön. Und gehe mal an meinen Schichtplatz hier. So, hallo. Okay, also ich habe hier meine wunderbare Kamera, die hat mir mal der Herr Ried geschenkt, natürlich nicht geschenkt, die hat er mir verkauft, muss ich teuer Geld für bezahlen, sie ist aber toll, denn ich habe auch einen Fußschalter, den muss man aber extra bestellen und mit dem Fußschalter kann man hier wunderbar zoomen, ganz nah ran und das geht auch schön langsam, das finde ich irgendwie sehr geschmeidig. Toll, oder? Tolles Bild. So, meine Gerüstkonstruktion für Zeltra sieht heute im Idealfall, wenn es die Platzverhältnisse erlauben, ungefähr so aus. Ich habe eine pralle, schöne Körperfarbe in perfekter Transluzenz und die benutze ich, die erhalte ich bis hierhin. Hier ist mein Orange. Zeltra wird im Durchlicht orange, wir haben es gesehen. Hier ist mein Orange und mein Chroma. Diesen Bereich, den möchte ich pur erhalten. Und diesen Bereich hier, den helle ich ein bisschen auf, wie beim natürlichen Zahn.
Und hier in diesem Bereich, wo die Helligkeit wieder ein bisschen abfällt, brauche ich Tiefe und Transluzenz. Und wir sehen vielleicht jetzt schon, wenn ich das nur so ein bisschen im Licht bewege, dass das schon ein gewisses Farbspiel ist. Ne? Ich fange mal einfach an zu schichten. In den inzisalen Bereich lege ich den Dentin-Effekt DE9. Das ist sowas opak-oranges. Das lege ich mal hier hin. Das kann man so als eine Form von Marmelon oder internen Charakteristika betrachten. So, jetzt muss ich hier lernen, learning by burning, wie der Jeroen Peeters mit der Kamera zu schichten, weil ich jetzt natürlich im Internet meine Brille nicht aufziehen will. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Der Jeroen Peeters sagt übrigens immer, und das finde ich ist ein ganz guter Aspekt, dass er schon eigentlich immer mit der Kamera modelliert hat und dadurch ganz gut klarkommt mit der Modulation im CAD-CAM-Bereich. Und das lerne ich jetzt hier gerade und finde es gar nicht so schlecht. Man muss ein klein bisschen umdenken. So, DE9, das ist mein Dentin-Effekt 9. Den kann ich hier entweder bei einem älteren Zahn flächig hinlegen, auflegen, wie vielleicht so ein Sekundärdentin. Ich kann es aber auch wie bei einem jüngeren Zahn, danke sehr, hier hat gerade jemand das Licht ein bisschen verändert, habt ihr es gemerkt? Ist es besser? Ist es schlechter? Ne, man erkennt also, Kontraste sind hier ganz gut. Es scheint okay zu sein, oder? Soll ich es nochmal näher ranholen? Boah, tolle Kamera. So, jetzt kann man das entweder flächig lassen, wie hier, oder eben marmelonartig gestalten. Natürlich nicht zu steif arbeiten. Ich sag mal, wenn man versucht, das möglichst gleichförmig und symmetrisch hinzukriegen, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und die Natur ist ja auch nicht so. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen dynamisch zu arbeiten. So, jetzt haben wir ein Material, das heißt PD1. Hier seht ihr es, das ist so ein bisschen Beinern, bisschen opaker, Powerdentin. Das ist chromatischer, etwas blickdichter. Und dieses hellere Powerdentin, das legen wir auf unser Orange hier und dort so ein bisschen auf. Vielleicht mal auf so eine Leiste hier. Ja, einfach damit wir einen Kontrast haben. Das kann man dann so ein bisschen unegal ziehen. Ich komme mit den Abständen noch nicht so ganz klar. Aber ich lerne. Muss man den Jochen anrufen. So, also das Ganze mit ein bisschen Spiel versehen. Was das schon, aber jetzt ziehe ich doch meine Brille an. Was nützt die Eitelkeit? So, und das kann man dann ganz entspannt schön, unegal, dynamisch auflegen. Und dann hat man dann einen schönen Kontrast und ein schönes Farbspiel inzisal. Und es ist weder mystisch noch kompliziert. Es ist nicht das unglaubliche Geheimnis der tiefen inzisalen Strukturen. Nein, man schafft einfach nur Kontraste aus opak und transluzent. Man schafft ein bisschen Dynamik, man schafft Dreidimensionalität in der Tiefe, and that's it. Kein Hexenwerk, das kann jeder. So, jetzt nehmen wir EO5. EO5 ist ein Opalmaterial, das ein bisschen bläulich ist. Seht ihr? Bisschen bläulich,
Das kann man schön in diese Zwischenschicht legen. Zwischen interner Struktur oder Marmelons, wie man es nennen möchte, und Schmelz. Bei mir kommt erstmal eine transluzente Schicht auf die interne Struktur und dann kommt erst der Schmelz. Ist auch nicht von mir die Idee, dass die ist eigentlich im Original, ich glaube, also zumindest ich habe es zuerst gehört von Michael Brüsch, der das so gemacht hat. Und die Idee fand ich irgendwie ganz gut und habe das dann probiert und hatte das Gefühl, dass ich damit mehr Tiefe hinbekomme. Michael Brüsch ist ja vielleicht, oder wie manche vielleicht wissen, ein Kollege, der hier in Düsseldorf quasi um die Ecke arbeitet, in Oberkassel, auch ein super Techniker, der viele Veröffentlichungen gemacht hat. Da bin ich Fan von, kann man sozusagen sagen. So, das wird dann so aufgelegt. Auch gar nicht so sehr darauf achten, dass alles akkurat ist. Wichtig ist, dass man der Masse ein bisschen Chance gibt, auch sich ihren Weg selbst zu suchen. Ich mache es so, ich arbeite gern recht feucht und recht zügig, vor allem wenn ich Volumen aufbaue. Und auch mit recht zackigen Formen nach außen hin, denn die Keramik, die schrumpft ja schon ein bisschen rund. Wenn man jetzt zu akkurat das hinstellt und auch zu trocken arbeitet, dann ist es hinterher nicht mehr schön, dann sieht es auch in vielen Fällen zu gleichmäßig aus. Und ein Trick, sich selbst Formvielfalt beizubringen, kann sein, dass man die Form etwas überschichtet und dynamisch schichtet und da vielleicht auch mal eine schiefe Achse einfach so lässt, wie sie hinfällt, durch die Oberflächenspannung der Modellierflüssigkeit auch, dass daraus vielleicht irgendwas entsteht, was man so gar nicht geschichtet hätte. Das ist Trick 17 mit Selbstbetrug. So kann man vielleicht so ein bisschen von der Uniform wegkommen. So, in den Körperbereich, den zentralen Bereich des Zahnes, kommt die Helligkeit. Ja, jeder will helle Zähne, alle Patienten wollen helle Zähne, deswegen kriegen die auch helle Zähne. Selbst wenn drumherum dunklere sind, kriegen sie von uns helle Zähne, zumindest ein Bereich der Zähne wird hell sein. EO6 ist ein Opalschmelz, der ist relativ hell im Vergleich zu den anderen. Der ist 50-50 gemischt mit Bleachdentin. Bleachdentin Nummer 2 und den lege ich einfach mal hier ein bisschen Schleichwerbung mal zwischendrin machen. Die Pinsel vom Henning finde ich super. So, hier kommt jetzt unser helles Material hin. Ja, das ist wirklich hell und reflektierend. Wir arbeiten ja mit einer Glaskeramik. Diese Glaskeramik ist innen relativ chromatisch, aber trotzdem relativ transluzent. Das heißt, wir müssen außen reflektieren. Wenn wir jetzt außen, wie wir das vielleicht in den 30er Jahren gelernt haben, einfach nur Schmelz hinlegen, einfach nur Schmelz auflegen, dann kann es sein, dass die Krone ein bisschen zu grau wirkt. Und im Mund sieht diese Transparschicht, wenn sie sich dann mit dem Speichel verbindet, manchmal einfach nur aus wie eine Qualle und dann sind die Formen nicht definiert. Das heißt, wir müssen schon Reflexion auch nach außen bringen. So, helle Schicht. Jetzt nehmen wir Schmelz E2, es gibt E1, 2, 3, 1 ist der hellste, 2 Mitte, 3 dunkler. In den Übergangsbereich zwischen der hellen Schicht und der Schneide legen wir jetzt den hellen Schmelz. Damit es ein weicher, sanfter Übergang ist und nicht so abrupt. Und nach Inzisal den etwas dunkleren, damit der Helligkeitswert dort noch etwas absinkt und vielleicht der etwas gräulichere Schmelz
uns noch ein bisschen mehr Tiefe suggeriert. Immer schön dynamisch bleiben, nicht zu gerade ziehen, nicht zu akkurat arbeiten. Das kann man hinterher beim Finish. Ja, alles gut? Kann ich weitermachen? Okay. Ist es zu dunkel? Nee. Man könnte jetzt hier nochmal ein bisschen, das sind ja relativ chromatische Gerüste, man könnte jetzt nochmal ein bisschen was Gelbes auflegen. Das wäre dann bei einem helleren Zahn oder beim helleren Gerüst vielleicht als Kontrast zum EE1 als gelblicher Halstransfer oder EE3. In dem Fall lege ich jetzt einfach mal EO2 auf. Das ist ein gelbliches Opal. EO2. Ja, man braucht da nicht viel Material. Das ist das Schöne. Einmal den Zahn überziehen, ein bisschen Dynamik aufbauen und dann hat man trotzdem eine gewisse Schrumpfung. Das kann ganz schön sein. Und man kann sich dann führen lassen. Ja? Das Problem, das wir alle haben, man erkennt ja bei vielen Leuten sofort, wer die Krone gemacht hat. Und so kann man sich ein bisschen vielleicht von der Uniform wegtrainieren. Zentral in den Übergangsbereich wieder, vielleicht nach Inzisal legen wir EO6, das war wieder dieses hellere Opal. Jetzt arbeiten wir in ganz dünnen Schichten. Ja, ich tauche einfach jedes Mal, wenn ich auftrage, den Pinsel in ein anderes Material, in ganz dünnen Schichten, damit ich einen Kontrasteffekt habe. Außen nochmal EO5, das war das Opal, blaue Opal. Und diese Kontraste, diese verschiedenen Farben, die lassen den Zahn dann natürlich zusätzlich auch nochmal lebendiger wirken und in unterschiedlichen Farben und Helligkeiten schimmern. Ja, es geht dabei darum, letztlich immer Transluzenz, Opazität und Chroma zu wechseln. Jetzt könnte man nochmal ein bisschen EO2 auflegen. Nochmal eine leise aus EE2, das ist sowas Violettes, Transluzentes. Man könnte einen inzisalen Asaum auflegen, einfach aus Dentin. Schön feucht arbeiten. Und im Prinzip ist es das dann schon. Ja? Man muss es nicht so kompliziert machen. Und wenn ich das so ein bisschen kommen lasse, ich könnte jetzt das etwas antrocknen lassen und dann nochmal hier und dort eine Last aufgeben. Das würde dann vielleicht so aussehen. Und dann nehme ich einfach irgendwas, das darf auch gerne mal ein Dentin sein. Es ist nicht verboten, ein Dentin nach außen zu legen. Und dann arbeiten wir schön zackig, denn die Keramik schrumpft eh von alleine rund. So. Ein bisschen bleibt drin. Mehr ist es nicht. Ja, da sind jetzt schon einige Farben drin. Es ist nur wenig Keramik, aber wir kriegen dadurch nochmal einen zusätzlichen Kontrast. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Okay, dann würde ich jetzt nochmal kurz vielleicht über den Ablauf der Technik reden bei uns. Dazu klicke ich hier auf den Kollegen. Kollege Übergang. So, ihn haben wir eben gesehen. Das war das mit der Sprechdistanz und jetzt haben wir hier noch einen Patienten, der sehr, der sehr kurze Zähne hat, aber dafür sehr viele, nämlich 32, die alle versorgt werden sollten, zwar nicht alle präpariert. Wir haben ihm dann
machen einem immer eine Statusaufnahme, die kann der Zahnarzt im Prinzip mit dem Handy machen, mit dem Mobilfunk. Und da können wir uns dann so ein bisschen Linien und Ebenen einzeichnen. Um eine solche Situation erhöht zu registrieren, bauen wir uns dann ein Frontzahnplateau, das ungefähr parallel zur Okklusionsebene installiert wird, mit dem man dann die Seitenzähne auf Abstand bekommt. Ja, es geht darum, dass man nur in der Front einen Kontakt hat, ne, auf das Oberkieferplateau, und man hat keine Kontakte im Seitenzahnbereich. Und dann macht man diese ballistische Schließbewegung, nennt sich das, nach Schindler. Habe ich das jetzt eigentlich noch hier mit drin? Ja, das kommt sogar noch. Okay. Das könnte dann ungefähr so aussehen, ja, präparierte Zähne. Wir bereiten unser... Tama, zieh dich bitte wieder an. Ich weiß, es ist warm, ich schwitze auch, aber man sieht das nicht. Und vor allem kann man es nicht riechen. Nein. Oh Gott, wir sind ja hier. 1,2 Milliarden Menschen schauen zu. Ne? Per Instagram, nicht auf Facebook. Und man kann dann diesen anterioren Kontakt wirklich nur punktuell aufbringen für die Unterkieferfront und vielleicht sogar den Unterkiefer einfärben. Patient öffnet den Mund, geht dann in die ruhe Schwebelage und macht die ballistische Schließbewegung. Da arbeiten dann nur die Elevatoren und man hat keine Deviation, sprich Umleitung durch irgendwelche Frühkontakte. So, so sieht dann dieses Plateau aus. Man kann dann, wie gesagt, die Unterkieferzähne einfärben, Patienten schließen lassen, sich das markieren und nochmal schließen lassen. Hat der eine Variabilität von circa einem halben bis einem Millimeter, dann hat er nichts. Dann wird das Registrat in vielen Fällen gut funktionieren. Das Ganze nennt sich ballistische Schließbewegung nach Schindler, ist gerade in Konzept Okklusionsschiene Kapitel 3 von Hellmann und Türk auch nachzulesen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, wenn man mal nicht weiter weiß, im Konzept so ein Registrat zu nehmen. So, also wir kommen wieder zu unserem Kollegen. Dann haben wir das also einartikuliert. Das Ganze ist initial modelliert worden. Diese wunderschöne Modulation hat mein Kollege Moritz Polik gemacht. Der macht das schnell wie der Blitz und ganz sauber. Wir müssen natürlich, wenn wir mit solchen Techniken arbeiten, sei es nun am Rechner oder auf dem Modell und mit Wachs, wissen ungefähr, wie so ein Zahn auszusehen hat. Das habe ich in der Schublade von meinem alten Meister gefunden, von Herrn Bölte, dessen Labor ich dann später gekauft habe. Das ist noch aus dem Peter K. Thomas Kurs. Da waren 13 Kontakte auf einem Molaren, ja, und wehe, einer hat nicht gesessen, das musste dann nachmodelliert werden. Meine Meinung ist, dass wir eine gute Chance haben, dass eine Krone in Funktion geht, wenn sie so natürlich wie möglich geschichtet ist. Wir sehen da Bilder von Stefan Schunke, da ist was von Claude Sieber dabei und von Michael Brüsch. Das hängt bei mir an der Tafel und ich sehe mir diese Modulation immer da an und mahne mich dazu, ein bisschen besser zu werden. Welches exzentrische Okklusionskonzept auch bevorzugt wird, die größte Bedeutung für ein gut funktionierendes Kauorgan scheint dem gleichmäßigen, abgleitfreien und allseitigen Okklusionskontakt in der maximalen Interkuspidation zuzukommen. Das ist von Ulrich Lotzmann, Prinzipien der Okklusion, ganz tolles Buch, sollte sich jeder besorgen. Wenn wir jetzt diese Kontaktfolie, die wir noch aus Polszeiten kennen, übertragen könnten in unsere digitale Technik, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn wir da vielleicht mal irgendwann eine skalierbare Kontaktpunktfolie hätten. Sag mal Jungs, wie lange mache ich denn eigentlich noch? Ja. 5 Minuten, dann gehen wir auf die Frage. Okay, gut. Ja, gut. So wie es passt. Ja. Wir haben dann die Modulation genommen und haben den segmentierten Löffel nach Jeut konstruiert. Das war eigentlich schon fast die meiste Arbeit bei dieser Versorgung. Das ist ein Löffel. Ihr seht da in der Mitte die Ablage für den Daumen. Mit dem Daumen kann man den Löffel schön an den Gaumen drücken, sodass er fixiert ist. Dann kann man den Deckel abnehmen und die Seiten abnehmen. Und übrig bleibt eine dünne Silikon
Folien, dünner Silikonwald, den man so abpeelen kann. Der Vorteil ist halt, dass man, wenn man das entformt, nicht direkt den ganzen Kunststoff wieder mit rauszieht nach der Präparation oder das Mock-up. So hat der Patient dann die Praxis verlassen, beziehungsweise ist nach einiger Zeit zu uns wiedergekommen mit diesen Kunststoffaufbauten. Und der Zahnarzt hat dann nur noch präpariert, eine Abformung genommen. Ich habe das meinem Kollegen gegeben, um das mit dem Wax-Up zu matchen, die Präparation. Dann haben wir das nur noch angeglichen, uns 32 Teile in Wachs gefräst und in Zeltra abgepresst. Das war damals die erste große Arbeit, die ich gemacht habe. Wir brauchten unbedingt Bilder für eine Broschüre. Und ich bin dann natürlich auch testweise. Ich wollte es einfach wissen. Wir hatten ein super Ergebnis und natürlich auch durch diesen Workflow. Wie gesagt, initial einfach nur die Modelle mit einem manuellen Wax-Up, das wir dann übertragen haben. Heutzutage, ich persönlich würde vielleicht das Wax-Up heute auch digital machen. Da sind wir ja schon relativ weit. Das Ganze dann im Mund zementiert und man sieht einfach, es ist ein tolles Ergebnis. Hier mit Reflektoren. Ja, Oberfläche, Übergänge, alles wunderschön. Was ich euch vielleicht noch erzählen möchte, ist dann, wir haben jetzt gerade dann letztendlich das Ende dieser ganzen Reihe war dann, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, hier haben wir nochmal eine Zeltra-Krone, die wir verblendet haben. Man sieht sehr schön inzisal diese Absenkung in der Helligkeit. Blau außen, orange innen, zentral, weiß und viel Chroma im Körper. Wenn man jetzt die natürlichen Zähne nimmt als Vorbild und sieht, dass im Körperbereich Chroma ist und diese Aufhellung in der Mitte, dann ergibt sich daraus letztendlich, ist das heiß hier drin, ergibt sich daraus letztendlich unsere neue Art der Gerüstkonstruktion. Wir reduzieren also nur noch inzisal und legen dann eben intern orange auf, dann kommt diese transluzente Geschichte, das Helle im Zahnkern oder in der Mitte des Zahnes und dann der Schmelz. Ja, so könnte dann die Schichtung aussehen und man hätte echt ein tolles Ergebnis. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, eine Touch-Up-Schichtung zu machen, die dauert nur eine Minute und es gibt ein ganz schönes Ergebnis. Und diese Technik ist dann letztendlich gekrönt worden durch einen Live-Kurs, den wir dann auf Mallorca gemacht haben, wo wir auch dieses Jahr dran sind. Letztes Jahr war ich dreimal da und das sind immer ganz tolle Kurse. Man sieht hier die Teilnehmer des Kurses auf dem linken Bild seht ihr den Ümit, der sich auch damals als Patient zur Verfügung gestellt hat bei der Anprobe der Zeltra-Teilkronen unbearbeitet. Die haben wir dann inzisal reduziert und in der Mitte ein klein wenig. Und das ist dann die Anprobe im Labor. Das war letztendlich der erste wirkliche Feldtest unserer Entwicklung dieser Technik. Man sieht hier auf dem Bild den Mario Patsche und den Gerhard Labott von hinten, der leider viel zu früh gestorben ist. Auf der linken Seite, links im Bild, Kai Adamowski, dem das Labor in Mallorca gehört und Kim Luca fotografiert gerade den Ümit. Ich habe jetzt dann noch einen Schlüssel gebaut für die Zahnärztin, um das schön einsetzen zu können, damit auch wirklich alles in Position ist. Und am Ende, wir sehen es wieder, das Allerwichtigste ist die Sprechdistanz. Ja, man muss den Patienten wirklich letztendlich sehen und sagen, Mensch, es ist schön, es ist hell, es ist transluzent, es ist freundlich und warum ist die Statue nur an diesen beiden Stellen poliert? Ja, super Ergebnis, ganz toll. Was wir noch haben, da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein, ist unser CAD-CAM-Konstruktor. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also ich habe hier festgestellt, dass bei der Konstruktion von Gerüsten, ob nun zum Verblenden oder vollanatomisch,
häufig sich Dinge einschleichen, die vielleicht entstehen, weil man sich nicht immer wieder kontrolliert. Deswegen haben wir hier so eine Checkliste entwickelt, nach der wir arbeiten. Das ist eine ganz tolle Sache, aber da reden wir vielleicht nochmal detailliert zu einem anderen Zeitpunkt drüber. Es geht darum, dass man letztendlich auch den Emergenzbogen immer dann der Gingiva anpasst und vielleicht den Inzisalbogen dem Gitter, das man hier auflegen kann, der Gitterfolie, dass man natürlich Abstände und Mittellinien und Ebenen immer checkt und wieder dann hinterher mit der Zahnfleischmaske arbeitet und schön flach aus dem Gewebe kommt. Ja. Ich denke mal, so im Großen und Ganzen ist das meiste gesagt. Ich zeige euch noch diese Arbeit. Wir betten mittlerweile aus mit diesem Wasserausbettgerät. Das erspart uns eine Menge Arbeit mit Staub. Das sind also hier so gefräste Wachsteile gewesen, die wir dann eingebettet haben und mit dem Effegi Breda-Gerät ausgebettet haben. So sieht das dann aus, muss nur noch ein bisschen abgestrahlt werden. Und so ist dann unsere initiale Passung, und das finde ich richtig gut. Das kommt so aus der Maschine, wird einfach gepresst und da müssen wir nichts mehr dran machen. Und auf der rechten Seite sieht man die Passung nach einer kurzen Bearbeitung mit einem Gummirad. Das finde ich toll. So macht das Arbeiten Spaß. Wir haben eine tolle Transluzenz. Mit Fräserradienkorrektur haben wir immer noch zu kämpfen. Da müssen wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir irgendwann mit einem Wachsplotter arbeiten. Und hier haben wir das Try-In im Labor. Da sieht man an Zahn 2.1, wie durch die Präparation, die vielleicht da ein bisschen kantig ist, inzisal, der Zahn steht vielleicht etwas zu weit vor, plus Fräserradienkorrektur, ist das Material dann ein bisschen dünn geworden. Und man sieht, das ist ein typisches Erscheinungsbild bei Vollkeramik, manchmal den Kern durchscheinen. Da können wir dann bei der Anprobe alles Mögliche kontrollieren. Wie es schon Kopp und Belser in ihrer Schrift 1923 getan haben. Das ist Oldschool, gehört aber auch in das Neue mit hinein. Ja, die Lehre von den Gegensätzen, wie es Heraklit sagt. Wir haben eine konvexe Form in der Zahnwurzel und auch in der Präparation, aber eigentlich ist unser Zahn incisal konkav, und da, wo die rote Linie die grüne überschneidet, sind mal Problemzonen. Jetzt haben wir da einfach ein bisschen aufgearbeitet, ein bisschen Schmelz, ein bisschen Dentin aufgebracht und haben mit ganz wenig Aufwand eine perfekte Situation geschaffen. Das ist das Ergebnis. Mit diesem Ergebnis möchte ich mich verabschieden. Noch nicht? Ja, okay. Möchte noch mal daran erinnern, dass der Vortrag dem Klaus Mütterties, einem der großen Pioniere der Zahntechnik, gewidmet war. Vielleicht denken wir alle mal kurz an ihn und schicken ihm unsere Energie. Und ich gehe auf jeden Fall am Freitag mit ihm feiern. Wenn noch Fragen sind zu dem Thema, dann könnt ihr jetzt gerne euch melden. Wie können wir dich erreichen, wenn wir einen Kurs bei dir buchen möchten? Möchtest du das hier rein sagen? Also, okay. Wenn jemand einen Kurs bei dir machen möchte, wie können wir dich erreichen? Tama anrufen. Nein, also es gibt eine Website, falls jemand interessiert ist, mal sich das Ganze vielleicht im Live-Kurs anzusehen oder auch einen Modellkurs, wo die Techniken mal erklärt werden, die Zusammenhänge. Gerne bei Dego Consult im Internet schauen. Da gibt es dann die Kursangebote, da kann man sich gerne mal einchecken, und ansonsten natürlich immer wieder gerne auf Facebook. Nochmal, ich finde es toll, dass es diese Gemeinschaft gibt und vielleicht auch mal, es sind ja auch viele junge Leute dabei, so ein bisschen Spaß auch wieder in die Zahntechnik gebracht wird. Ich habe hier Sachen gesehen, Vorträge, also ich habe heute früh noch den von Carsten Fischer geschaut, den fand ich total toll. Ja, da ist ganz viel Wissen drin, das wir unbedingt brauchen. Das ist wichtig für uns, damit wir mithalten können, auch mit unseren Kunden und damit unsere Arbeitsqualität gut bleibt. Der Joachim Werner hat seinen tollen Fototisch präsentiert.
Das finde ich auch super. Ja, es geht weiter, es passiert was, es kommen immer noch neue Dinge. Man kann sich immer wieder am Markt auch neu präsentieren. Ich denke, Zahntechniker ist einfach ein super Job. Bleibt dran, arbeitet an euren Skills. Und für die, die sich nicht so sehr auf Business verlegen wollen, ich kann euch sagen, der Erfolg kommt mit der Qualität. Und wenn ihr imstande seid, eine schöne Zahnform zu machen und sauber zu arbeiten, werdet ihr mit Zahntechnik euch immer noch ein Butterbrot kaufen können. Oder ein halbes Hähnchen. Oder vielleicht sogar ein Steak. Okay, haben wir jetzt irgendwas? Ich warte noch auf die Fragen, die kommen nicht. Okay, könnte nichts. Alles gut.